Solidarität. NRW ist, wir sind solidarisch mit der Ukraine. Und dabei sprechen wir häufig etwas abstrakt von einem Angriff auf die Souveränität und die Freiheit eines demokratischen europäischen Staates, von zerstörter Infrastruktur, von Bomben- und Drohnenangriffen. Für die Menschen in der Ukraine bedeutet das aber seit mehr als einem Jahr permanent Gewalt, Kriegsverbrechen, Angst und Terror zu erleben. Das bedeutet, dass Frauen, die am heutigen Tag eigentlich für Gleichberechtigung auf die Straße gehen sollten, sich stattdessen um ihr Leben und ihre Unversehrtheit sorgen. Das bedeutet für Kinder, dass es für sie mittlerweile ja normal ist, Bombenalarme zu erleben und in den Keller zu gehen. Es bedeutet, dass Jugendliche, die eigentlich Partys mit ihren Freunden feiern sollten, aber Traumata erleben und ihre Freunde zerstreut in ganz Europa leben. Und es bedeutet für ältere Menschen, die in Frieden alt werden wollten, nun um ihre Kinder und Enkelkinder bangen. Und das ist einfach nur schrecklich. Als DemokratInnen sind wir solidarisch mit der Ukraine, weil ein Angriff auf ihre Souveränität, ihre Freiheit und ihre Demokratie auch ein Angriff gegen unsere Freiheit ist. Und als Menschen sind wir solidarisch mit den Menschen, die so viel Leid erleben mussten, bis heute erleben oder vor diesem Leid geflohen sind. Und unsere Solidarität bedeutet in diesem Zusammenhang auch, selbst Auswirkungen des Krieges auf uns zu nehmen, weil Sanktionen gegen Russland unverzichtbar sind. Und Solidarität bedeutet, dass unsere Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen ihre Beziehungen zur Ukraine aufrechthalten und, wo es geht, auch neue zu knüpfen. Das sorgt vor Ort für Stabilität. Und Gleiches gilt für die Partnerschaften. Und dafür ist die nordrhein-westfälische mit der Oblast Dnipropetrovsk so wichtig, ebenso wie Städtepartnerschaften wie zum Beispiel die von Dortmund geplante mit Schitomir. Und Solidarität kennt keine Obergrenze. Solidarität heißt manchmal auch, eigene Einschränkungen hinzunehmen und zu ertragen, zusammenzustehen und an Lösungen zu arbeiten. Wir stehen zu unserer humanitären Verpflichtung, wir stehen zu unseren demokratischen Werten. Und Solidarität bedeutet, in den Kommunen enorme Anstrengungen zu unternehmen, um Menschen, die vor Krieg, Vergewaltigung und Tod fliehen, wieder Ruhe, Kraft und Zukunft zu geben. Und deshalb arbeiten wir auf Landesebene eng mit allen Akteuren an Lösungen, die zielgenau sind und vor Ort helfen. Solidarität sollte auch bedeuten, seine angestammten Meinungen mal zu hinterfragen und dafür zu sorgen, dass die Angegriffenen sich gegen die Angreifer wehren können, auch wenn man eigentlich Waffengewalt grundsätzlich verabscheut. Solidarität ist also auch mal unbequem. Und diejenigen, die die auch mal unbequemen Folgen jetzt instrumentalisieren, um sich selbst zu profilieren und dabei willfährig die Propaganda der russischen Aggressoren übernehmen, die stehen auf der falschen Seite der Geschichte. Die Organisatorinnen des sogenannten Manifests sind bereit, die Menschen in der Ukraine schutzlos auszuliefern, die Eigenständigkeit abzusprechen und sie der Heimat berauben zu lassen. Ich finde das einfach nur menschenverachtend. Umso mehr Dank gebührt denjenigen, die in dieser Lage eben solidarisch sind. Unternehmen, die Sanktionen mittragen, Kommunen, die Geflüchtete aufnehmen, Freiwillige, die ganz praktisch mit Unterkunft, mit Behördengängen oder einfach mit dringend benötigten Alltagsgegenständen geholfen haben. Herzlichen Dank für Ihre Solidarität. Krieg ist brutal. Und Krieg nimmt und zerstört Leben auf beiden Seiten. Aber es ist zweifelsfrei klar, wer hier der Aggressor ist: Russland und sein Präsident Putin. Zum System Putin gehören schon seit Jahren Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit, Repressalien und seltsame Todesfälle von politischen GegnerInnen oder Widersachern aus den eigenen Reihen. Politische Machtdemonstrationen durch Morde, auch außerhalb von Russland, wie im Berliner Tiergarten.
Angst und Verunsicherung sind die ständigen Begleiter und sollen auch außerhalb von Russland destabilisieren. Unsere Antwort kann nur sein, wir stehen zusammen als Gesellschaft und Seite an Seite mit der Ukraine. Und weil heute Internationaler Frauentag ist, schließe ich mit einem Zitat. Wenn Putin eine Frau wäre, hätte er sich wohl kaum auf einen verrückten Macho-Krieg mit Invasion und Gewalt eingelassen, wie er es getan hat. Das Zitat ist von Boris Johnson, dem man bislang wenig feministische Haltung nachsagen konnte, aber mit diesem Zitat hat er ausnahmsweise recht. Und deshalb, wir brauchen eine feministische Außen- und Friedenspolitik, die die Belange von Frauen und der gesamten Zivilbevölkerung in den Mittelpunkt stellt, statt gefährlicher, toxischer Männlichkeit.